Willkommen zurück, meine Leute, hier im Pokémon Platin Randomizer Tag Look. Und dieses Tag Look oder Tag Look, das sage ich nur, weil ja eigentlich eine gesamte Tag Look, eine Nuzlocke-Variante ist dieses Projekt ja nicht, weil manche möchten keine Nuzlocke draus machen, was ihr akzeptieren müsst. Muss ich hier an dieser Stelle auch sagen. Deswegen mal Tag Look. Die einen machen eine Nuzlocke, die anderen nicht. Deswegen Tag Look. Naja. Aber ich mache auf jeden Fall eine Nuzlocke hier. Und dann auch, oh mein Gott. Mein zweiter Teil dann. 8. Arena bis zum Schluss. Ne? Oh Gott. Das wird auch noch was. Naja, wir haben im letzten Part ein Kanimani hier bekommen. Ey, das ist so geil. Und ich habe es auch jetzt hochtrainiert. Level 11. Mit Rauhaut. Aquaknarre kann das jetzt auch schon. Und ja, Priegs habe ich jetzt noch nicht so hoch leveln können. Es ist jetzt auch noch nicht so stark, aber wir haben auch ein Priegs. Aber Priegs passt ja irgendwie auch zum Namen, weil es ist ja ein Schwein und ein Schwein, das quiekt, ja. Also Priegs. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus. Auch auf dem Klo. Egal, wenn ich gerade einen lasse. Okay, Pi. Champion Pi. Champion Pi möchte hier kämpfen. Vogel gegen Vogel. Meine Hand schläft wieder ein. Erzwinger. Ist das eins dieser krassen Habidak aus der ersten Pokémon-Folge? Oder ist das die zweite? Wo Ash und Pikachu von so einer Horde gequält werden sogar, ne? Naja. Es ist besiegt, das weiß ich zumindest. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, Level 11 bin ich jetzt schon bei dem mit dem Pokémon, aber das ist doch zu viel, oder? Und dann sehe ich hier die Level. Level 7, ne? Zwei Pokémon auf Level 7, das ist jetzt nicht so weit entfernt. Muss ich hier sagen. Und da muss ich auch an den Arena-Leiter denken. Ich glaube, der hat Level 14. Wenn ich mir jetzt nicht irre. Der Irre. Der Irre, der ein Irre ist. Oh Gott. Naja, wir machen diesen Champion P. Machen wir jetzt einfach mal kaputt. Ja, einfach putt-putt machen. Einfach so. Um zu feiern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir erst. Okay, dann kämpfen wir mal. Lady Jacqueline. Gent Jacqueline. Was ist denn Gent? Ist das nicht irgendwie eine Fußballmannschaft oder generell eine Stadt? Genk? Gent? Genk, glaube ich. Egal. Oh mein Gott, du kannst schon Pulverschnee. Komm, Mari, komm, komm, komm. Oh. Och, Mann, du mit dem Temposchieb. Jetzt wird's aber gefährlich, ne? Obwohl, nee. Weil ich habe jetzt mit dem Gedanken gespielt. Einfach Claudiav, wollte ich jetzt sagen. Nicht Claudiav, sondern... Wie heißt unser Roserade? Ah ja, irgendwie Larsili, diese. Och, Mann. Oh, ist das nervig. Ein nerviger Trainer bist du. Ich wollte auf jeden Fall Lars reinschicken, weil Mega Sauger und dann ist es futsch. Aber ja, Pulverschnee ist jetzt nicht so gut gegen Lars. Deswegen gut, dass wir Claudiav gefangen haben. Claudiav, keine Ahnung. Das hat doch keine tiefe Bedeutung, dieses W. Ich habe einfach gedacht, ja, das ist lustig. Claudiav, Jacqueline besiegt. Ich denke, man kann wohl auch was? Wenn du gesagt hast, man kann auch aus Niederlagen lernen, dann ja. Weil dieses... Ich weiß nicht, warum eigentlich das zum Alltag gehört oder zum Denken... Zum Alltag denken, dass Niederlage etwas Schlechtes ist oder Fehler etwas Schlechtes ist, was kompletter Blödsinn ist. Ne? Durch diese Höhle zu gehen, hat den Hauch des Abenteuers. Ein neues Pokémon springt mich an. Und was ist es? Das wäre sogar Dupes Claws, ne?
Obwohl, das habe ich ja eigentlich auch nicht erklärt. Mann, ey, man merkt vielleicht, ich mache noch nicht so lange Nuzlocke. Beziehungsweise, ich bin doch ein Nuzlocke-Anfänger. Weil das habe ich schon bei Let's Plays gesehen. Diese Regel, und das ist gang und gäbe, so eine Dupes Clause. Also Dupes Clause bedeutet einfach, dass wenn man ein Pokémon derselben Spezies gefangen hat, also jetzt Staralili, oder wenn wir einen Staraptor später begegnen, könnten wir rein theoretisch ein neues Pokémon fangen, weil ja, gleiches Pokémon und ja, das ist Dupes Clause und so. Naja, oh, da steht ja schon jemand und wartet. Es ist aber nicht so einfach, muss ich euch jetzt sagen hier. Weil das irgendwie so selbstverständlich für mich war jetzt mit Dupes Clause. Naja, upsi-dupsi. So, ich rede jetzt mit dir, weil ich weiß, bei meinem Pokémon Pair Let's Play habe ich mir einfach gedacht, ich mache jetzt einfach mal was anderes und dann spreche ich dich da an, aber dann habe ich ihn verpasst. Naja. Was? Wie? Wo? Was? Achso, du bist es, Klaus. Hast du es bisher geschafft? Du bist echt langsam, weißt du? Der Räderleiter ist übrigens nicht hier. Was? Wie er sich wohl mit meinem Vater schlagen würde? Ich weiß ja nicht. Wo waren wir gerade? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, Arenaleiter in Kohlmine ist er gegangen. Wenn ich ihn mir mal vorknöpfen möchte, dann musst du... Ja, wenn du dir ihn vorknöpfen möchtest... Nein, wenn ich mir... Was habe ich gesagt? Wenn ich mir ihn vorknöpfen möchte, musst du zur Kohlmine gehen oder so. Ergibt Sinn. Handschrift ein. Ergibt auch Sinn. So. Aber eigentlich spricht irgendwas Wichtiges. Welche Trainerkategorie am liebsten? Welche Wörter? Performer. Warum ist zweimal Performer und Poet? Ich bin ein Poet. Oh, schwarz. Ja. Ja. In Ordnung. Bla bla bla. Gut. Schalte in einem beliebigen PC Pokémon Center PC Pokémon Pet. Okay. Du? Yay! Ich habe unten im Pokémon Wi-Fi Club Adressbuch bekommen! Wi-Fi gibt es leider nicht mehr, ne? Drahtlose Verbindung, Freunde antreten, Kampfkamera voll gut. Wer oder was dieses Team Galaktik wohl sein mag. Sie behaupten, Zugriff zu einer lang ersehnten Energiequelle zu haben. Aber ich habe gehört, sie nehmen anderen ihre Pokémon fort. Einfach so. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist alles sehr mysteriös. Gibt es denn niemanden, der Leute mal hinterfragt? Naja. Hinterfragen. Ja, aber Team Galaktik, die sind sowas von Idioten, wenn man da nur hinterfragt, ohne etwas zu machen, dann ist man selber irgendwie doof. Weil so Spastiaten. Naja, so wegen den Encountern habe ich mir gedacht, weil ich glaube, Pommes macht ja keine Nuzlocke. Ich wollte ihn eben die nördliche Route von Jubelstadt überlassen. Aber wenn er eh keine Nuzlocke macht, können wir ja vielleicht fangen. Ein Pokémon hier fangen. Und hier... da muss ich aber jetzt in die Karte mal reingucken. Nämlich, ja, Karte, das möchte ich jetzt gerne sehen. 2-7. Ich glaube, da kann man nur hier in diesem Gras ein Pokémon fangen. Das ist ja eine andere Route. Ich möchte ja ungern irgendjemanden ein Routen-Pokémon wegschnappen, der einen Nuzlocke machen möchte. Da mache ich hier mal nix. Und hier hätte ich mir gedacht, ne? Ich weiß ja nicht. Lassen wir es jetzt hier und... Ja. Die nördliche Route, keine Ahnung. Und? Ein Slimer. Ist auch ein interessantes Pokémon. Und wir hätten dann wieder etwas gegen Kampf. Aber zweimal Gift weiß ich nicht. Zweimal Gift weiß ich nicht. Hoffentlich zieht das nicht zu viel ab. Okay, gut. Gut. Komm mal, redet matt gut. Soll ich Slimer nennen? Ein männliches Slimer. Ja, ich weiß schon. Leute, männlich, schleimig. Ja, Schleime. Ich gehe nicht näher drauf ein. Aber da, so werde ich es...
nicht benennen. Sicher nicht. Slimer wurde ein Schlamm. Es wurde geboren als Schwamm von den Strahlen des Mondes getroffen. Was? Als Schlamm von den Strahlen des Mondes getroffen wurde. Es erscheint, wo Unrat ist. Sonne, Mond und Sterne, Pokémon Sonne nenne ich. Pokémon Mond nenne ich dich jetzt. Einfach Mond. 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 Keine Ahnung, was ich auf einmal damit habe. Das mache ich normalerweise nicht, aber ich denke mir halt, lol. Und wieder Ball, jo. Jo, ist recht akzeptabel. Und das versteckte Item, ist da ein verstecktes Item? Oder was gibt's denn? Ma, a super. Obwohl, das ist ja sehr, kann ich euch sagen. Sehr. Keine Ahnung. Ich habe am Anfang das Wort noch gewusst, aber jetzt habe ich mir einfach gedacht, das ist lustig, wenn ich jetzt immer sehr sage. Und jetzt durch diese sehr, habe ich es vergessen. Was soll ich sagen? Es ist halt sehr schwierig, ein Seetraking hier zu bekommen mit einem Emulator und wenn man tauschen muss und blablabla. Ja, wisst ihr, was ich meine damit? Naja. So, aber ich würde jetzt hier auch mal sagen, ich gehe jetzt mal schnurstracks sogar, in die Mine. Und ja, dann schauen wir mal. Obwohl, hier gibt es ja noch ein paar Items. Das darf man nicht vergessen, ne? Weil die Items sind ja auch random. Vielleicht ist mal ein gutes Item-Line hier. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus deinem Splitter. Habe ich jetzt den wichtigsten Satz überlesen? Upsi, kannst du hier please mal weggehen? Okay, du musst gar nicht weggehen. Okay. Dann rechts unten sollte auch noch ein Item sein. Und sonst glaube ich nichts mehr. Südele. Hier. Wo war das Item? Ich weiß nicht mehr. Sebi sucht seine Items. Please. Gibt's hier nicht ein Item oder sagst du? Hier nimm. Achso, du gibst mir ein Item. Ein Item. Okay. Okay, wenn du meinst. Macht glücklich. Mach hallo. Mach hallo. Ja. So, gibst du mir irgendetwas? Du besichtigst die Mine. Wunderbar, das ist sehr gut. Man lernt immer etwas Neues. Horizont erweitern und so. Weißt du? Horizont. Obwohl, das war jetzt so schief nach oben, so wusch. Das ist der Horizont. Wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich so. Hier gibt's ein Pokémon, ne? Nichts vergessen. Und Zubat! Ja, das hat auch was. Also, ich mag Zubat. Wie schwächen wir dich jetzt? Hältst du es aus? Please? Wir haben eigentlich schon bis jetzt relativ viel Glück. Was muss man dann sagen, ne? Ein männliches Zubat. Batman. Kenne ich irgendein Vampir? Mona, der Vampir? Nee. Oh Gott. Irgendwie fällt mir jetzt gerade irgend so ein Fall in Detektiv Conan ein. Mit Vampirschloss oder so. Aber nee, ich weiß nicht. Fledermaus, es überwacht deine Umgebung durch die Reflexionen der Ultraschallwellen, die es aussendet. Wie heißt der aus Bravely Default? Namen vergessen. Also, ich hab das Kuh. Ich wollte schon sagen, okay, wieder ein Name, einfach erster Buchstabe, der mir in den Augen fällt. Und dann habe ich das Kuh gesehen und dann habe ich mir gedacht, gibt's da überhaupt ein Quint? Ein Namen oder so? Quinn? Gibt's den Namen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wollte ich dann sagen, okay, nochmal schauen. Weil mir eben jetzt kein Name eingefallen ist mit Kuh oder irgendein Wort. Und dann war alles happy. Ein Ponita gibt's ja auch. Naja. Aber Quinn, keine Ahnung, ob es den Namen gibt, aber egal. Walbond.
Please! Das Spiel! Ja, Angriffswert. Ja! Ja, unser Todesratzfratz hier. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Alter Wahlband! Kraftkoloss! Das ist so ein Töterich hier. Ein Töterö-Tötötö. So, weil ich... Na, warum ich mich jetzt hier ein bisschen beeile? Übrigens, nur mal so. Also ich erkunde ja nichts mehr jetzt. Kaum mehr was. Also ich spreche jetzt nicht mit den Leuten. Das mache ich deswegen, weil ich jetzt auch wegen den Zeiten und wegen den Parts Ausschau halten muss. Panflam, okay. Das ist übrigens kein neuer Ort für mich. Für meinen Geschmack. Ich glaube, hier gäbe es andere Pokémon. Also könnte man rein theoretisch das als neue Route oder neuen Ort ansehen, aber ich mache das nicht. Schon wieder schwarze Flöte. So. Oh my goodness. Was soll denn das? Azumarill? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So, aber jetzt kann man mal schauen, was ein Ratz-Ratz-Kraftkoloss-Wahlband so anrichten kann. Volltreffer? Okay. Aber es wird noch wachsen, ne? Wachsen, dann kommt es mit Wachs daher und dann rasiert es sich, ne? Haare ausreißen und dann sehen wir ein nacktes Bidiza vor uns. Level 12. Okay, okay. Gut, gut, gut. Ja, jetzt sind es schon 22 Angriff. Ne? 22 und die anderen. Ja, 21, 20. Jetzt hat es schon den größten Angriff. Den größten Wert. Hallo, du da. Lehn dich zurück und staune. Mit der Attacke Zertrümmerer kann man Felsen aus dem Weg räumen. Push! Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden. Wenn sie den Pfad blockieren, wie dieser Stein hier. Hast du das nicht gesehen? Voll blockiert. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast. Sogar hassen. Du wirst mich hassen. Ist dein Pokémon dazu fähig? Also musst du Arena leichter besiegen und das bin ich. Okay. So. Pokéball. Fröhliche Musik. So. Bartok. Dieses aufspringt gleich, dieses Pamflam. Wäre auch sehr, sehr nice. Aber ich würde sagen, wir treten hier noch gegen den ein oder anderen Trainer an. Und dann beende ich einfach den Part. Dann mache ich am Anfang vom nächsten Part die Arena. Und wenn mir noch ein bisschen Zeit bleibt, dann erkenne ich noch ein bisschen die Stadt und so. Na gut, ein schneller Kampf während meiner Pause. Pause. Meine Pause, so heißt das. Nicht Pause, sondern Pause. Sonja. Witch Girl Sonja. Schaut genauso aus, ne? Ein Zebra. Ja, ja, ja. Aber ich wollte noch etwas ansprechen, wo ich mir noch nicht so schlüssig bin. Nämlich, ich könnte mir rein theoretisch vorstellen, weil mir macht das verdammt viel Spaß hier, dass ich einfach jetzt den Spielstand ja kopiere und dann weiterschicke und dann habe ich ja noch die ganzen Spieldaten, die Speicherdaten hier auch noch und ich könnte rein theoretisch auch noch ein Let's Play davon machen, falls Interesse besteht zum einen und zum anderen. Das, ich weiß jetzt eben nicht, weil das ist schon irgendwie, ich glaube, ich würde das jetzt mit diesem Spielstand hier nicht machen, auch wenn ich es nicht wirklich übers Herz bringe, weil es ist schon irgendwie, das ist dieses Projekt und wenn ich dann irgendwie ein Let's Play davon mache, dann nein, das ist ja nicht wirklich, das fühlt sich irgendwie voll respektlos gegenüber diesem Projekt hier jetzt an, wenn ich dann auch einfach ein Let's Play mit den gleichen Daten mache. Aua, aua, habt doch Erbarmen, jetzt bist du wie so ein Witch Girl, so ein verwöhntes, ja, ja, ja. Zubat, lass mich please in Ruhe. So, ich würde sagen, ein Trainer gibt es hier, glaube ich, ja noch. Oder mehrere, ich weiß jetzt nicht so genau. Zwei Trainer, egal. Och man, diese Pokémon-Encounter. Ein Azumarill gibt es hier.
Das ist wahrscheinlich der Onyx-Ersatz. Ja, ja, ja. Naja. Aber ich mag den Ruf von Roserade. Das klingt irgendwie so herrlich. Diese Glockenspiel, ne? So. Witch Girl Tia. Dann heißt anscheinend hier. Ach ja. Heißt wohl hier diese Trainerklasse Witch Girl, was irgendwie voll das Gegenteil ist, meiner Meinung nach. Das sind ja eigentlich Minenarbeit und sowas. Und das ist dann ein Witch Girl. Naja. Aber hier, die Trainerklassen sind in Englisch, ne? Naja, ist auch halb so schlimm. So, und du noch, oder? Nein, dieses Macholo habe ich ja auf Route 207 gefangen, voll verlässlich und so. So, mit dir kann ich auch noch Zeit zurück an die Arbeit zu gehen. Wir holen uns Appetit und holen... Was? Wir holen uns Appetit? Heißt das, du möchtest mich essen? Kann ja sein. Naja, ist auch wurscht. Hallo, du da. Jeder, der in der Mine arbeitet, hat seine Pokémon dabei. Sie fordern dich vielleicht heraus. Hahaha, was, du hast sie schon vernichtet? Ich fand ein paar Steine, aber zumindest dachte ich das. Es waren Pokémon, die wie Steine aussahen. Das war wahrscheinlich ein Ponyta hier. Ja, weil Kleinstein gibt's ja hier nicht, wie es ausschaut. Naja, was bist du für ein Lady? Jeder ist stolz auf die Mine. In dem Moment, wo wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie unter dem Meer nach Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich finde das einfach faszinierend. Ja, ja, ja. Immer die mit ihrer Kohle, Kohle, Kohle ist das Wichtigste auf der Leben. Auf die Leben. Nicht auf der Welt, sondern auf dem Leben. Naja. Auf jeden Fall, Leute, meine Hand schläft wieder ein. War's das wieder für heute? Habt ihr gesehen, what I did there? Leute. Heute. Und beim nächsten Mal knöpfen wir uns die Arena vor und ja, das wird dann höchstwahrscheinlich mein letzter Part werden. Der nächste Part, ne? Dann wird die Staffel weitergegeben. Und dann geht's bei Pommes wieder weiter, ne? Naja, auf jeden Fall war's das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zum letzten Mal dann wieder. Obwohl, ne, dann... Wenn wir soweit kommen, egal. Leute, das war's. Macht's gut und tschüss.